In diesem Video schauen wir uns an, wie man reelle Zahlen im Rechner kodiert. Das ist nicht ganz so einfach wie bei den Ganzzahlen, da wir sowohl kleine als auch große Zahlen speichern wollen. Dafür gibt es einen eigenen Standard und diesen Standard schauen wir uns in dem Video mal an. Nun müssen wir Zahlen ja immer in irgendeiner Form im Rechner kodieren und haben nur begrenzt Platz dafür. Und die einfachste Art, eine Kommazahl zu kodieren, ist die sogenannte Festkommazahl. Das heißt, wir sagen, das Komma steht immer an einer bestimmten Stelle. Stehen uns also beispielsweise 8 Bit zur Verfügung, um die Zahl zu berechnen, dann zu kodieren, dann legen wir fest, das Komma steht immer zwischen der 4. und der 5. Ziffer. Und damit kann ich einen bestimmten eingeschränkten Wertebereich abdecken. Ja, das ist klar, ich habe immer nur eine begrenzte Anzahl an Bits. Das Problem ist allerdings, wenn ich das Komma, also diesen Kommapunkt festlege, dann habe ich Schwierigkeiten, sehr große und sehr kleine Zahlen miteinander zu multiplizieren. Ja, ich habe also hier nicht die Möglichkeit, das Komma zu verschieben. Und wenn ich jetzt diese 8 Bit nutzen möchte, um möglichst kleine Zahlen zu verrechnen oder um möglichst große Zahlen miteinander zu verrechnen, dann fehlt mir hier die Flexibilität, weil das Komma immer hier steht. Ja, und ich habe also vor dem Komma 2 hoch 4 Möglichkeiten, Zahlen auszudrücken und hinter dem Komma auch 2 hoch 4 Möglichkeiten. Und das macht dieses Zahlenformat sehr unflexibel und deswegen wird das nur in Spezialanwendungen genutzt. Wir wollen, wenn wir mit Kommazahlen arbeiten, die Möglichkeit haben, das Komma zu verschieben und diese 8 Bit je nach Anwendung möglichst gut auszunutzen oder 16, 32 Bit, je nachdem, wie viel mir zur Verfügung steht. Und deswegen arbeitet man im Rechner in der Regel mit sogenannten Gleitkommazahlen. Gleitkomma, weil es mir möglich sein sollte, das Komma eben zu verschieben. Und Binärzahlen werden dann immer in Form einer sogenannten Mantisse und eines Exponents dargestellt. Ja? Das heißt, ich stelle die Zahl immer so dar, dass vorne ein 1, vor dem Komma steht. Dann kommen die Nachkommastellen, die bezeichnet man als Mantisse, multipliziert mit 2 hoch einen Exponenten. Und dieses 2 hoch 3, das verschiebt dann im Grunde das Komma. Ich könnte also dieses 2 hoch weglassen und das Komma einfach dann hier in die Mitte setzen. Ja. Die Kommastelle muss nicht im Vorhinein bekannt sein, das ist eben der Vorteil und ich kann damit sehr kleine und sehr große Zahlen darstellen. Und diese Darstellung ist auch die übliche Darstellung von gebrochenen Zahlen im Rechner. Also was muss man sich merken? Die Mantisse sind die Zahlen nach dem Komma, sofern eine 1 vor dem Komma steht. Und der Exponent ist dann eben das, was hinter dieser Zahl mal 2 hoch dem Exponenten entsprechend steht. Und über diesen Exponent kann ich das Komma dann entsprechend verschieben. Das gängigste Format zur Darstellung von solchen Gleitkomma- oder Fließkommazahlen ist das IEEE 754854 Format. Das ist also das Standardformat zur Darstellung von Gleitkommazahlen. Genau das wird auch in C benutzt. Gleitkommazahlen werden immer normalisiert kodiert. Das ist also das, was wir eben gesehen haben. Das gedachte Komma sollte also immer rechts von der ersten 1 stehen. Hier haben wir mal so ein Beispiel, also 1011.1101. Wenn wir das jetzt darstellen wollen im IEEE-Format, müssen wir das normalisieren. Die Zahl bleibt identisch, wenn wir ein mal 2 hoch 0 dahinter packen. Ja, also 2 hoch 0 ist 1 und das ändert nichts. Ich kann jetzt allerdings diesen Exponenten ändern und aus 2 hoch 0 mache ich dann 2 hoch 3 und um das zu kompensieren auf der linken Seite muss ich entsprechend das Komma nach links verschieben. Ja, und dann steht hier 1,0111101 und diese rechte Darstellung, das ist die normalisierte Darstellung. Das ist also die Darstellung, wo die Mantisse hinter dem Komma steht und vor dem Komma steht eine 1. Und dann haben wir die Begriffe, die wir eben auch schon hatten. Das heißt, jede Zahl, jede Gleitkommazahl sollte ich zunächst einmal so normalisieren, bevor ich sie kodieren kann.
Die Formel zur Darstellung der Gleitpunktzahlen sieht nun so aus. Ja, ich habe also hier so ein Vorzeichenbit am Anfang, dann habe ich hier den Exponenten und dann habe ich hier am Ende die Mantisse. Ja, und die werden entsprechend miteinander multipliziert. Sieht kompliziert aus, aber wir werden sehen, das kann man relativ leicht dann praktisch anwenden. Wir haben ja in C die Datentypen Float und Double. Float belegt in der Regel 4 Byte und Double doppelt so viel. Und in beiden Zahlen gibt es ein Vorzeichenbit, das ist auch immer, besteht immer nur aus einem Bit. Wir sehen aber, dass Double mehr Bits hat, um den Exponenten zu kodieren und auch wesentlich mehr Bits hat, um die Mantisse zu kodieren. Und deswegen ist Double letztendlich präziser. Ja? Wir können genauere, mit einer höheren Genauigkeit Fließkommazahlen speichern. Insgesamt hat ein Float 32 Bit und ein Double 64 Bit. Und dann gibt es den sogenannten Bias, den erkläre ich gleich. Das ist das Ding, was man hier in der Formel sieht. Der ist bei Float 127 und bei Double 1023. Man speichert in der Regel nicht den Exponenten direkt ab in der Gleitkommazahl, sondern den sogenannten Biased Exponent. Und wie gesagt, bei Float ist der 127 und bei Double ist der 1023. Gut, also schauen wir uns mal an, wie man das Ganze jetzt kodieren könnte. Nehmen wir mal an, wir haben die Zahl 17,625 im Dezimalsystem und wollen die jetzt als Float-Zahl kodieren. Und wie man das macht, wissen Sie schon. Man nimmt also den ganzzahligen Teil, die 17, wandelt den um, dann nimmt man die Nachkommazahl, die 0,625 und wandelt die auch um mit dem anderen Algorithmus und packt die dann hintereinander und dann hat man hier entsprechend die nicht normalisierte Dualzahl. Die normalisieren wir jetzt erstmal, indem wir das Komma verschieben und dann das Ganze multiplizieren mit 2 hoch 4. Ja, also das kompensiert im Grunde das Verschieben des Kommas. Ja. Okay, also jetzt haben wir hier diese normalisierte Zahl und was wir jetzt tun müssen, ist, wir nehmen diesen Exponenten, diese 4, und addieren diesen Bias obendrauf. Ja, im Fall einer Float-Zahl ist das dann die 127. Wir haben ja 8 Bit zur Verfügung und der Bias, den wir drauf addieren, ist eben dieses 0111111. Den addieren wir drauf und 4 plus 127 sind 131 und dann haben wir den sogenannten Biased Exponent und das ist das, was wir dann nachher in die Zahl eintragen. Also, was haben wir hier? Wir haben die 17,325 bzw. diese Zahl, das ist auf jeden Fall eine positive Zahl, also ist das erste Bit eine 0. Bei einer negativen Zahl wäre es entsprechend eine 1. Dann tragen wir die 8 Bit des Biased Exponents dahinter und dann kommt einfach die Mantisse zum Schluss. Ja, die 23 Bit für die Mantisse kommen dahinter. Alle Ziffern hinter dieser 1 sind entsprechend 0, bis wir die Mantissenbits komplett aufgefüllt haben. Und dann haben wir hier die Kodierung der 32-Bit-Float-Zahl. Und die ist immer gleich aufgebaut. 1 Bit fürs Vorzeichen, 8 Bit für den Biased Exponent, 23 Bit für die Mantisse. Nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben die Zahl 7,2 und die müssen wir zunächst einmal umwandeln in das Binärformat. Also aus der 7 wird die 111, aus der Komma 2 wird eine Sequenz, wie wir sie hier sehen. Wir wissen ja, bei der 0,2 haben wir das Problem, das Ganze terminiert nicht. Ja? Das heißt, das ist periodisch, dieser Algorithmus, um das auszurechnen, ist periodisch. Und wir haben letztendlich eine unendlich lange Binärzahl. Die schneiden wir dann aber am Ende der Mantisse einfach ab, wodurch auch dann der Genauigkeitsverlust entsteht. Wie auch immer, wir haben die Zahl umgewandelt. Wir haben also 111 Punkt und dann diese periodische Binärzahl. Und die müssen wir jetzt zunächst einmal normalisieren. Das heißt, wir verschieben das Komma, sodass da 1, steht. Dann kommt die restliche Sequenz mal 2 hoch 2. Ja? Okay. Und hier waren wir, ja, wir haben also normalisiert und zwei Stellen verschoben. Jetzt haben wir den Exponenten 2 und müssen den Biased Exponent berechnen.
Das Vorzeichen konnten wir schon eintragen, das ist hier entsprechend die 0. Bayes-Exponent heißt, wir addieren die 127 da drauf, bekommen dann 129 und diesen Wert können wir jetzt da entsprechend eintragen. Und dann müssen wir nur noch die Mantisse dahinter eintragen, also die verbleibenden 23 Bit kommen dahinter als Mantisse und diese 32 Bit, die wir jetzt hier haben, ist die Kodierung der Fließkommazahl. Wir sehen aber hier bei der Mantisse haben wir einfach irgendwann aufgehört und die verbleibenden Bits ignoriert und dadurch ist die Zahl etwas ungenauer. Okay, aber das ist im Grunde die ganze, ganze Geschichte. So werden Zahlen entsprechend, Fließkommazahlen entsprechend, also Kommazahlen entsprechend umgewandelt ins IEEE-Format und der Rückweg ist genau analog, nur eben umgekehrt. Es gibt noch ein paar spezielle Belegungen für Float-Zahlen. Das eine ist die 0. Die 0 können wir jetzt nicht einfach mit unserem Algorithmus darstellen, denn die kriegen wir ja gar nicht normalisiert. Wir brauchen ja irgendwie eine 1 vom Komma. Das heißt, die 0 ist definiert als alle Ziffern dieser Float-Belegung sind 0. Ja, also das Vorzeichen-Bit, die 8 Bit des Biased Exponents und die verbleibenden Mantissen-Bits auch. Dann haben wir positive Unendlichkeit. Da ist alles 0 bis auf den Bayes Exponent, der besteht nur aus Einsen. Und wir haben die negative Unendlichkeit, das sieht genauso aus, nur dass das Vorzeichen 1 ist. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, keine gültige Nummer. Not a number, das hat man manchmal, wenn man ungültige oder unzulässige Berechnungen durchführt, dann kommt gelegentlich not a number raus und das ist definiert als eine führende 0 und der gesamte Rest sind Einsen. Ja, also das sind so Spezialbelegungen von Float, die gesondert betrachtet werden müssen, insbesondere wenn man arithmetisch rechnet. Hier noch ein Tipp zum Schluss. In der Praxis wird man sehr wenig, also wird man wahrscheinlich keine manuelle, händische Berechnung von solchen Fließkommazahlen oder Binärzahlen durchführen. Es gibt aber in allen gängigen Betriebssystemen Rechner, die einem erlauben, auch im Binärsystem zu arbeiten. Also hier unten sieht man mal das Beispiel von Windows und von Mac OS X. Beide besitzen entsprechende Taschenrechner, die man über ein Menü in einen Programmiermodus umschalten kann. Und da kann ich dann jeweils Zahlensysteme wechseln, hexadezimal, dezimal, oktal, binär. Das geht hier also genauso. Hier wird dann die binäre Zahl noch unten drunter angezeigt. Und da kann ich dann damit rechnen und sehr schnell Dezimalzahlen in andere Zahlenformate und umgekehrt umrechnen. Ja, also das ist wahrscheinlich das Tool, was Sie nutzen werden, wenn Sie mal im Programmieralltag mit anderen Zahlensystemen arbeiten müssen. Außerdem gibt es hier noch einen Link, der sich definitiv lohnt, sich den anzuschauen. Das ist so ein Rechner, der es erlaubt, normale Dezimalzahlen umzuwandeln in Fließkommazahlen. Und umgekehrt. Und der ist auch hilfreich, wenn Sie mal eine Übungsaufgabe machen in dem Bereich, zu gucken, ob Ihr Ergebnis entsprechend stimmt oder nicht. Ja, aber das ist so speziell für IEEE-Zahlen gedacht. Ja, und das war die Vorlesung über reelle Zahlen, speziell über Fließkommazahlen.